Wenn der Alpstein mit dem Rintal heiratet, dann ist das ein Geschenk. Nur möglich dank einem Drahtseilakt und absoluter Hightech, der mit bodenständiger Handwerkskunst einhergeht. Das wird bei der neuen Stauberbahn schon im Tal sichtbar. Und dann gibt es natürlich auch ein mehrtägiges Hochzeit mit allen Facetten, eben Hightech und Natur in einem. Das ist nämlich kein Gegenspruch. Hightech schützt Natur. Wir sind quasi beim Ja-Wort bei dieser Hochzeit dabei gewesen oder bei der Enthüllung vom Star. Vorne die FIP, hinter mir und das Fussvolk, aber keine unüberwindbare Barriere, wie man sieht. Die Bahn ist für alle da. Der eigentliche Star ist ja wohl ohnehin die Familie Lüchinger. Der Daniel Lüchinger hat begrüßt. Schön, so viele Gäste zu treffen hier an die Eröffnung der Stauberer Bahn. Ich bin richtig erstaunt, wie viele Gäste wir hier haben für die Eröffnung. Das ist die sechste Bahn, die in Alpstein führt. Und er schließt somit wieder diverse Dörfer, wie Brüllisau, Wasserauen, Schwegalp, Wildhaus. Dadurch, dass wir ein christlicher Staat sind, war mir noch ein Anliegen, dass wir eine kurze Einsegnung machen mit dem katholischen und dem reformierten Pfarrer. Die ersten Seilbahnen waren Esel und Maultier. Und die ersten Seilbahnen waren sehr perfekt. Ich habe einmal gelesen, Maultiere fressen wie Esel, gehen wie Pferde und ziehen wie Ochsen. Die perfekte Vereinigung der guten Eigenschaften des jeweiligen Tieres, also um lange Märsche auch mit einigem Gewicht auf dem Rücken durchstehen zu können. Heutige Seilbahnen sind anders beschrieben. Und da habe ich auch gelesen im W&O über die Stauberer Bahn. Die beiden modernen Kabinen schweben inskünftig mit Solarkraft nach oben. Batterien treiben sie an, die zuvor Sonnenkraft gespeichert haben. Das ist bisher einmalig. Die beiden Gondeln fahren doppelt so schnell wie bisher, himmelwärts. Auch höhere Lasten können sie tragen, bis gegen 2,5 Tonnen. Und die Transportkapazität wird mehr als verdoppelt auf 72 Personen pro Stunde. Und dann habe ich noch gelesen, dass die Bahn 51 Kilowatt, dann habe ich mir informiert, was das heisst im PS, und das sind ungefähr 70 PS. Und dann habe ich noch geschaut, wie viel PS ein Esel trägt oder hat. Und das sind 0,5 PS. Also würde die Bahn 140 Esel ersetzen. Die Zusammenfassung auf der Homepage von euch heisst: unglaublich steile Bergseilbahn, unglaublich schiefe Masten, inspiriert von der Zukunft. Vieles hat sich seitdem verändert, also seit dem Maultier hat sich vieles verändert. Etwas ist aber gleich geblieben. Etwas hat sich nicht verändert. Was hat sich nicht verändert? Das zeigt eine Münze, nämlich ein 5-Liber. Ich weiss, mit einem 5-Liber kann man da nicht mehr auffahren. Aber ein 5-Liber ist unheimlich wertvoll. Ich weiss nicht, haben Sie schon einmal ein 5-Liber genau angeschaut? Da ist nämlich ganz, ganz vieles drauf. Zuerst einmal die Sterne auf dem Rand. Früher sind Maultiere Sterne, die Starren. Die Starren. Ohne die wäre es nicht gegangen. Star unter den Bahnen, heute ist die Stauberer Bahn. Da ist natürlich das modernste Wissen drin. Das sind Sterne auf dem 5-Liber. Um ein Maultier zu führen, braucht es beherzte Leute. Der Weg war einmal gefährlich und schmal. Um eine Bahn zu bauen, wie die Stauberer Bahn, braucht es ebenfalls beherzte Menschen. Denn nicht alle haben geglaubt, so habe ich mir sagen klar, nicht alle haben geglaubt, dass das, was da entstanden ist, auch wirklich funktioniert. Es hat da verschiedene Nüsse zu knacken gegeben, wenn man mit dem Frümserdorf-Symbol sagen will. Beherzte Leute wie der Wilhelm Tell auf dem 5-Liber. Beherzte Leute, solche braucht es bei einem Maultier, aber auch bei einer Bahn. Der Wilhelm Tell ist das Symbol für Mut, für das Türenheben, für Freiheit und für Unabhängigkeit. Und das braucht es doch für so ein grosses Unternehmen, für so ein grosses Projekt. Ich weiss nicht, vielleicht haben wir darum die Band The Rebel Tell eingeladen, zum Musik machen. Ein bisschen Rebellion gehört dazu, um so etwas Türen zu suchen. So stelle ich mir vor. Und so bleibt die unglaublich steile Bergseilbahn mit den unglaublich schiefen Masten immer der Star. Deus provide, Gott wird vorsorgen. Ich möchte euch
darf ich lieber als Symbol schenken. Als Symbol. Und da ist nicht die Zahl 5 wichtig, sondern es soll eine Erinnerung sein, dass ihr alle zusammen mit der Bahn beschützt sind. Und lassen wir unsere guten Gedanken jetzt einmünden in das Gebet, das wohl die meisten von uns kennen und das sich so verbindet, ist unser Vater, Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lieber Rolf, jetzt hätte ich eine große Bitte an dich. Tätst du mir nicht das Mäppli heben? Ist so ein lang gehegter Wunsch von mir, hätte so gerne mal ein reformierter Pfarrer als Ministrant. Wie muss ich? So. Er muss noch ein bisschen üben. Na klar, aber nicht zu weit, nicht. Das. Danke. Na, du kannst da bleiben. Und so möchten wir also beten. Allmächtiger Gott, die Himmel erzählen deine Herrlichkeit und vom Werk deiner Hände kündet das Firmament. Die Berge hast du fest gegründet, sie künden deine Größe und Macht. Segne diese Seilbahn, die Menschen aus dem Tal des Alltags empor zur Höhe tragen soll, damit sie die Schönheit der Natur bewundern und sich daran erfreuen können. Halte Unfall und Gefahr fern und schenke allen in den Bergen Besinnung, neue Kraft und eine Ahnung deiner Herrlichkeit. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Die neue Stauberbahn verbindet der reformierte Pfarrer als Ministrant, das ist sicher mal ein Novum. Und dann ist das Trio durchgegangen zum Star. Das Terrain, das wird dann noch begrünt. Das gehört ja auch zu einer Hochzeit, dass etwas noch wachsen muss. Und dann ist die Bahn eingesegnet worden. Nicht nur die Bahn, auch die Menschen, weil um die geht es ja und um deren ihre Sicherheit vor allem. Da hat auch der reformierte Pfarrer ausnahmsweise freudig mitgespritzt. Die Bahn verbindet das Rintal mit dem Alpstein, aber eben auch die Menschen, die hier und dort leben und beheimatet sind. Und das eben ist auch eine Leistung von dieser Bahn, von der neuen Stauberbahn. Jetzt wünschen wir uns allen noch ein gutes, dreitägiges Fest. Viel Freude miteinander, gutes Zusammensein und gutes Gelingen mit denen. Danke vielmals. Hey, du, wegen dieser Einweihung von der Stauberbahn ist von St. Gallen bis da oben alles gesperrt. Wir müssen auf dem Bahnstreifen rechts durchfahren. Und so haben wir es noch einigermaßen geschafft, obwohl wir vom Thurgau etwa extra 2 Stunden eingeplant haben. Aber Tanita müsste ich noch spielen. Wo ist denn die? Haben Sie die nicht angetroffen unterwegs? Ja, da ist sie ja schon. Wir sind auf der Bühne, Anita. Es wäre auch schon schön gewesen, wenn ihr zu 50 gewesen wäre. Ein bisschen lausig, gell? Halt, hau wieder schnaufen. Ich stelle schon.
Sprung am Bauch. Ja, den könnt ihr benutzen, ja. Danke vielmals, Herr Lüchinger. Mein Name ist Keller Hals. Nicht Hans, der Vorname ist Hans, aber Keller Hals. Keller Hals. Ja, Hals. Hals. Ja, Herr Lüchinger. Also vielen herzlichen Dank für die Einladung noch einmal. An dem wunderschönen Frühlingsabend, gerade rechtzeitig zur solarbetriebenen Bahn, ist die Sonne vorgekommen und verströmt Wärme. Ja, liebe Gäste, ich überbringe die besten Grüße aus Bundesbern. Mit Freude und Stolz. Und ich nehme jetzt, ich habe eine kurze Rede, es sind 7 A4 Seiten, vorbereitet. Denn wir sind voller Freude und Stolz. Stolz bin ich auch, und jetzt wechsle ich ins Beamtendeutsch. Stolz bin ich, liebe Gäste, liebe Familie Lüchinger, Ihnen die besten Wünsche von meiner Chefin, Frau Bundesrätin Doris Leuthard, zu überbringen. Ja, danke. Vor allem die Politik sollte es da applaudieren. Da sieht man doch, wohin dass man könnte kommen könnte, wenn man ein bisschen Wille zeigt. So. Ja, Frau Bundesrätin ist bekannt, dass sie Freude zeigt und Interesse an innovativen und mutigen Ideen. Liebe Gäste, diese, unsere Staubernbahn, ist eine mutige und innovative Idee, die heute Realität geworden ist. Ein Stern, oder wie der Herr Pfarrer das gesagt hat, ein Star am Himmel der Schweizer Bergbahnen. Ein Fixstern, würde ich jetzt sagen, mit Strahlen, die weit über den, wo ist er, Alpstein hinaus strahlen. Vielleicht bis ins ferne China, wer weiß. Ja, zu verdanken haben wir das alles einem Unternehmen, im Unternehmer, es ist ein Mann, dem nie kein Widerstand zu groß ist, der den harten Schädel, ja, hat auch scheinbar unüberwindbare Hindernisse zu meistern in seiner ihm eigenen Art. Eine harte Nuss, habe ich es fast sagen wollen. Dürfen wir schon ein bisschen salopp ausdrucken? Passt. Ja, kannst du. Ja, harte Nuss, sind wir schon per Du? Nein. Ja, eben, ich bin vor. Bern ist dann schon eine andere Stufe. Eine harte Nuss, ja. Mit einem weichen Kern. Und wie mir zugetragen worden ist, also ganz kurz, ich habe einen guten Freund, der Rudi. Der arbeitet bei der Post, ist auch ein staatsnaher Betrieb. Er war mal kürzlich auf der Stauberen oben, irgendeinen Briefkasten abholen. Und ich oder so ähnlich. Und der hat mir dann gesagt, der Herr Lüchinger, der ist ein Mann, der einen besonders guten Draht zu uns Behörden und unseren Verordnungen hat. Ein kräftiger Draht, ich würde sagen, ja, ein Drahtseil gewissermaßen. Solche Männer brauchen wir. Jeder gute Unternehmer weiß, dass ein innovatives Projekt nur in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten realisiert werden kann. Und heute, liebe Gäste, blicken wir freudig und voller Stolz auf die neue Staubererbahn. Steil und ziemlich schief. Adrett, verpackt. Und jetzt kommt da, freue ich mich am meisten drauf, bald wird sie ihre Hülle fallen lassen. Drum, liebe Gäste, möchte ich nicht länger werden. Ich bin schließlich Beamter und nicht Politiker. Der Eröffnungsakt steht bevor. Ah, noch etwas ganz Kurzes. Ich habe noch zwei Regierungsräte auf dem VIP-Perron gesehen. Jawohl. Könnte ich nicht auch noch ganz kurz etwas sagen, einfach damit man es gesehen hat? Die werden ja wieder mal wiedergewählt, oder? Ja, das würde ich auch machen. Ja, was, kommen die von selber, oder muss man denen... Ja, ich würde sie aufbieten. Ja, dann machen sie es doch. Ja, sie sind ja aber Beamte, nicht ich. Ja, also gut. Wie heisst es? Ja, sage ich gerade, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen. Ich weiß es. Es ist der Herr Regierungspräsident. Sie hast es gewusst. Ja, Fessler und der Herr Regierungsrat Mechler. Sind sie noch da? Oder sind sie schon festgezählt? Ja, vielleicht anweis weiter. Wenn Sie noch etwas sagen, es muss nicht sein, wir kommen dann schneller zum Zelt.
Möchtet ihr? Nicht? Also machen wir es so, wenn sie nichts sagen, werden sie garantiert wiedergewählt. Gut, so schnell ist es noch nie gegangen. Vielleicht ganz kurz, mich würde es wundern, aus der Regierung, was halten Sie von dieser Nuss? Kann man es noch ein bisschen differenzieren? Der lange in St. Gallen Bern braucht es so komplex. Gut, Sie sind FDP mit dem schönen Anzug. Geschätzte Damen und Herren, geschätzte Landamme, Daniel Fessler, geschätzte Familie Leuchinger, zuerst einmal ganz herzlichen Dank für die Einladung, für die schöne Feier, die wir heute haben dürfen. Und ich bin eigentlich wirklich als Energiedirektor stolz auf die neue Bahn, weil da innen hat es sehr, sehr viel Innovation, die Familie Leuchinger und insbesondere Dani Leuchinger dort getrieben hat. Und da ist natürlich etwas fantastisch. Es fängt an mit dem Antrieb, anscheinend ein bisschen inspiriert von einem Tesla. Hat er wollen, die Bahn eigentlich elektrisch zu machen. Aber weil ja momentan ein Präsident am Wirken ist, der sagt America first, ist es ihm nicht gelungen, dass Tesla das bei ihm macht. Und er musste eigentlich herumschauen, dass in dem Rintel, ich sage jetzt da geografisch, das möglich geworden ist und ist zum Glück fündig geworden, wo ihm jemand das hätte können bieten. Das Zweite, was sicherlich auch sehr innovativ ist, dass er eigentlich als Speiseöl verbrennen und mit dem auch noch Strom machen. Das heisst, er braucht auch im Restaurant oben keine fossilen Brennstoffe mehr oder auch keinen Graustrom. Und das ist natürlich ebenfalls sehr, sehr positiv. Was mich natürlich auch gefreut hat, ist, dass ein St. Galler Unternehmen die neue Bahn gebaut hat und somit auch die Innovation gegeben hat. Das ist Bartolet-Bahn. Und ich habe gerade gesehen, Herr Bartolet ist selber noch unter den Gästen. Also da ist auch sehr schön, dass man das fertigbringen konnte und zeigt eigentlich die Innovationskraft, die wir in diesem Tal, respektive eben auch in unserem Kanton, haben. Und das ist etwas sehr Erfreuliches. Es gäbe sicherlich noch viel zu sagen. Ich gehe auf den Fuß, dass im Laufe des Abends das noch gesagt werden wird. Darum bleibe ich kurz, weil Sie haben ja gesagt, wir sollen uns kurz fassen. Also, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche der Familie Leuchinger mit dieser Bahn viel Erfolg. Ich hoffe, dass Ihre Rechnung am Schluss auch aufgeht und dass ein gewisser Return on Investment am Schluss drin liegt und dass Besucher auch an dieser Bahn Freude haben, so wie wir sie heute wahrscheinlich auch in dieser Eröffnung haben. Danke Ihnen vielmals. Eigentlich hat man mir bei der Einladung gesagt, die Türen müssten bei dieser Gelegenheit nichts sagen, sondern ich komme dann am Abend im Rahmen von einer Art Podiumsgespräch dazu. Aber ich nutze selbstverständlich die Gelegenheit gehen, um auch als regierender Landamann vom Nachburgkanton Appenzell-Innerrhoden die besten Grüße und Wünsche von Landamann Standeskommission und damit von Land und Volk von Appenzell-Innerrhoden zu überbringen. Familie Leuchinger weiss, dass ich zu den Stäubern durchaus eine gute Beziehung habe. Ich will weg zu den wenigen Innerrhoder, die auch schon ein paar Mal in den Stäubern oben übernachtet hat. Die oben konnte geniessen, die wunderbare Aussicht am Abend ins Rintelabi. Aber natürlich die mindestens so schöne Aussicht auf die E-Seite auf Appenzell-Innerrhoden. Als ich die Bahn heute gesehen habe, habe ich gedacht, auf eine Art ist die Stauberbahn eigentlich ein bisschen eine Wiedergutmachung. Weil es hat ja ein paar Kilometer durchab. Eine Bahn, wo auch einmal darüber gestritten worden ist, dort man den hohen Kasten soll vom Rintel her schliessen oder von Innerrhoden. Ich weiß jetzt alle, dort mal hat es einen Entscheid gegeben vom Bundesrat, halt den hohen Kasten, wo St. Gallenboden ist, von Innerrhoden her zu schliessen. Und mich freut es außerordentlich, dass mit dieser erneuerten Stauberbahn jetzt, wie es der Daniel Leuchinger selber gesagt hat, eine sechste Bergbahn im Alpstein noch mehr an Kraft gewinnt und damit das Tourismusgebiet Appenzellerland erweitert in Richtung Rintel. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jetzt!
So, das Geheimnis also ist gelüftet, die Bahn enthüllt. Dann ist der Daniel Lüchinger umgespeitet und hat mit seiner Tochter geredet. Die hat damit bekommen, mit dem Schlüssel zu. Ja, kein Schlüssel. Wo ist der Schlüssel? Ich muss nur oben. Er ist daheim. Das wäre der Raum, den man so können öffnen können, um über die Bahn zu starten. Der Daniel Lüchinger lacht sich halb kaputt. Wo ist jetzt der Schlüssel? Auch Hightech braucht nicht einen Schlüssel. Die hinten dran, der mit dem Seil dran, der war nicht froh gewesen. Die müssen das alles abräumen, die haben jetzt ein bisschen Zeit gehabt. Aber auch letzt, Tochter Lüchinger hat dann telefoniert und schnell jemanden gefunden. Dönis soll einen Schlüssel haben. Und dann ist der Daniel hergespeitet. Man musste ihn nicht nach Hause holen, sondern eben bei der Dönis. Und dann ist der Daniel den Schlüssel holen gegangen. Das heisst für die anderen, die das alles wieder müssen abräumen mussten, die man eben braucht, um die Bahn zu verhüllen, dass ich ein bisschen schneller zu und her gehen muss. Die ganze Familie Lüchinger hier auf dabei. Alle haben sich eingesetzt von der Seniorchefin, die auch unter den Leuten war. Dann eben die drei Töchter, der Sohn und durch eben die Eltern Lüchinger. Ja, und dann ist es darum gegangen, um das jetzt wieder abzuräumen, oder, wo man braucht, eben um die Bahn zu verhüllen. Da seht ihr da, das Enthüllungstüchli, das ist jetzt da. Die Bahn wird jetzt hergeholt, damit man eben dann aufsteigen kann und das Gestell und das alles, was man da braucht, wieder wegzunehmen. Ja, und den Schlüssel hat man jetzt eigentlich schneller gefunden. Das heisst mit anderen Worten, die müssen jetzt natürlich da ein bisschen pressieren und das haben sie auch gemacht. Sie haben dann Speed gegeben, alles demontiert und in dieser Zeit sind ein Haufen von Daniel zugekommen und hätte müssen sagen, was läuft denn in dieser Hochzeit da? Jetzt ist dann, glaube ich, eine Verlosung. Gell? Jetzt ist die Verlosung, wo die sieben, die dürfen, acht, glaube ich, sieben oder acht. Aber dürfen morgen zuerst rauf? Nein, heute. Heute? Also heute, jetzt also heute noch? Schnell rauf und wieder runter. Wir gehen schnell rauf und gehen gleich wieder runter. Ja, aber fast, wer fährt denn mit? Ja, die acht. Ja, nein, es sind nur sieben, die verlost werden. Es sind sieben. Ding fällt auch sicher mit, wie heisst sie? Sieben Gewinner des Duell machen eine Grundfahrt. Keine Ahnung, hat er Daniel gemeint, aber was soll er alles im Kopf haben bei dieser dreitägigen Feier, bei diesem riesigen Event von dieser Eröffnung von der Stauberbahn. Und für etwas hat man über den Töchter, eben die Familie, die dann eben Ahnung hat und ihm eben natürlich dann helfen. Die haben das sehr schnell abgebaut, weil es ist eben darum gegangen, einmal die Jungfernfahrt zu machen. Also eigentlich hätte es schon Testfahrten gegeben. Aber das ist jetzt eine Fahrt, wo man sich dann hat können mit dem Los die erste Fahrt verschaffen. Währenddem die einen den Häppli gegessen haben, die anderen gehofft, sie kriegen es los. Ist das nicht das Töchterli vom Lüchinger? Heißen Sie auch Lüchinger? Ja. Dönis. Jösses Dönisli. Ah, das ist Praline Dönis. Ja. Also, das Dönis hat Nümmerli im Körbli. Moment, ein bisschen mischen, aber nicht schauen beim Mischen. Du nachher siehst, ich sag dir jetzt einfach, du, ich könnte dein Papa sein. Es ist ein bisschen blöd formuliert, wenn er da ist. Also, nein, ich sage, ich gebe ein Zeichen. Du musst jetzt, schau mal richtig schiefen Turm von Frümsen. Rauf. Gut. Jetzt ziehst du es nicht mehr, ohne zu schauen, und gib mir in die Hand, ich lese vor. Wenn man den Gewinner, die Gewinner noch hat, bitte rufen, ich hasse, dann wissen wir, wir haben einen Gewinner oder eine Gewinnerin und die Person dürfte nachher Platz nehmen im Gondeli. Nummer 49. Eine Nummer nach der anderen ist gezogen worden. Kann die Fotografin noch mitfahren oder die Tochter? Sie lachen während der Nummer 9. Nein, das geht jetzt gleich nicht, weil nur 8 haben Platz. Auf jeden Fall war es noch interessant. Eine Nummer nach der anderen ist hier aufgerufen worden. Ich bin mir noch nicht ganz sicher gewesen, hat sich jetzt jemand gemolden, hat sich niemand gemolden oder haben sich die Richtigen gemolden? Also der Daniel hat das sicher alles ganz genau kontrolliert. Ah, sie war auch dabei gewesen, natürlich, üblich, der Daniel Lüchinger, überhaupt die ganze Familie, unglaublich freundlich. Man merkt auch gastliche Familie, wie sie die Leute hier empfangen haben und auch cool geblieben sind, eben in dem Event von diesen 3 Tagen, wo man ja klar muss sehen, ein riesiger Hype um die Bahn, wo man natürlich etwas ganz Spezielles ist. Dann sind sie hineingesessen in die Gondel, die wirklich auch ganz ein spezielles Design hat von Bartolet, eben dementsprechend gemacht. Und immer links 4, rechts 4 sind sie gesessen. Ja, und die Tochter hat immer gesagt, ah, da könnte ja laufen die Bahn. Natürlich, sie ist dann angesprochen worden, darauf kann nur der Papa die Bahn laufen. Nein, nein, das könnte sie natürlich auch.
Und dann ist es darum gegangen, kommt der Fotograf. Und ich ein letztes Viertel und nein, nur die Partner oder die Frau, ich weiss jetzt auch nicht genau, wer das ist. Also, ich kann dort Platz nehmen. Natürlich, die Fotografen, die brauchen jetzt ein bisschen Platz zum Fütteln. Dann müssen alle noch mal ein bisschen lächeln. Wir als Filmer sind ja immer ein bisschen hinten dran. Wir haben laufende Bilder, also werden dann auch ein bisschen rumgeschupft und so. Aber es ist doch interessant, es läuft etwas. Es ist wirklich sehr schön, das so zu beobachten. Auch wenn es heute mal ein bisschen gewackelt und ruckelt und hin und her geht. Da sieht man eben die Action, die um so eine Bahn herum entsteht. Wenn man sich mal vorstellt, von Frümsen auf einen Alpstein, eben auf fast 1800 Meter Höhe, ist schon ganz etwas Spezielles. Mit Hightech, mit in die Natur und eben Natur aber schon unten dran bei dieser Nuss können erleben. Ja, und dann ist es dann langsam losgegangen. Dann sind sie eingegangen, beide miteinander, Tochter Lüchinger, der Dani Lüchinger, der Dini ist Hightech pur und tat. Die Bahn ist dann losgegangen. Sehr, sehr ruhig ist mir vorgekommen im Vergleich zur Autobahn. Ja, ist natürlich sicher auch so. Ist völlig irgendwie nicht nur ein anderes Design, sondern eben auch eine andere Technik. Ich habe mich dann auch gefragt, kann man beim Mittelmast noch aussteigen? Ich bin jetzt noch nicht mehr so ganz rausgekommen, obwohl ich schon ein paar Mal raufgefahren bin. Dann hat man gesagt, ja, das ginge gleich auch noch. Ja, also, und wenn ihr die Daten genau wissen wollt, auf der Homepage werdet ihr dann ziemlich schnell mal aufgeschaltet. Dann hat die Bahn Fahrt aufgenommen. Sehr interessant, um das zu schauen, wie das geklappt hat. Das macht wirklich sehr, sehr einen sicheren Eindruck. Also, da muss ich jetzt schon sagen. Und dann ist es dann langsam zum ersten Masten hingegangen. Da hat mich interessiert, wie die Bahn über den Masten überfährt. Ja, ich bin sicher dann auch mal dabei und ihr dürft dann, wenn ich dabei bin, dann natürlich auch mitfahren. An dem Tag habe ich gedacht, überlohne ich das den anderen. So, das war jetzt halt die Überquerung vom ersten Mast gewesen. Alles ist sehr, sehr so gestätig, wie wir sagen, da vonstatten gegangen. Obwohl die Bahn sehr schnell war, macht es ganz einen ruhigen Eindruck, wirklich einen sehr professionellen. So, die Masten waren versorgt gewesen. Die einen sind oben gewesen. Wenn die andere unten ankommt, können wir davon ausgehen, dass die andere oben ist. Ja, und dann ist es eben dann weitergegangen. Der Wegmacher hat gewonnen, das ist super toll, weißt du? Patrick, der Hauptli. Ja, der weiss das schon, weißt du, schon mehr rum. Gut, dann bis nachher. Tschüss. Irgendein hat jetzt hier nicht gewonnen gehabt. Ja, der weiss ja wer, oder? Nein, keine Ahnung. Molly weiss wer. Ich weiss auch wer. Die Tochter hat mir gesagt, sie hat es genau beobachtet. Aber da blenden wir den Ton jetzt aus. Man sagt, da schweigt des Sängers Höflichkeit. Ja, und dann haben sie natürlich gelacht. Dann ist es darum gegangen, dass wir alle wieder zusammentrummeln oben, oder? Sie sind alle euphorisch gewesen, das erste Mal rauffahren. Und man hätte natürlich erst wieder losfahren, runterfahren, wenn man dann eben alle hatte. Und der eine hat Geburtstag heute, hat er gesagt. Der hier? Ja, der hat Geburtstag, der gewonnen. Der, darum hat er gewonnen. Und der Hans hat sie wahrscheinlich nicht gemolten, weißt du? Ja, der Hans. Aha. Das ist schon möglich. Jetzt weißt, ist einer drinnen, oder? Kannst du ja fragen, ob alle da sind? Ja, ich habe die Kabine. Ich kann ja mit der Kabine reden. Warte mal, Fahrzeug 1, Fahrzeug 2. Er ist noch nicht drinnen. Du musst noch warten, da der Mann. Patrick, wenn alle drinnen sind, fahren wir wieder. Dann können wir fahren, sobald das Team bist, Patrick. Okay, dann können wir wieder talwärts fahren. Wenn er klappt und jetzt müsst ihr jetzt drücken. Der. Aha. Und dann musst du immer die, die unten ist, du musst erst hier. Ja. Der da. Und dann musst du schauen, dass niemand vor dem Weg ist. Das geht auch nicht. Weißt, sie können dort Maxi drüber rein. Hightech, also das Fahren ist ein Kinderspiel, ein, zwei Knöpfe drücken, mit der Kabine können reden. Und das Wichtigste, wenn ihr bei den Gästen hier wieder ankommt, jetzt gerade bei diesem Event oder da oben dann im Restaurant, die Freundlichkeit. Und diese Freundlichkeit, also die ist nicht gespielt. Schaut ihr Daniel Lüchinger an, wie er lächelt, wie er Freude hat, mit seinen Gästen uns begrüßt. Grüezi miteinander.
Ja, Hightech ist das eine. Garantiert Sicherheit und ein naturfreundliches Hinführen in Natur pur. Die Freundlichkeit läuft hier aber Hand in Hand. Auch das gehört über zur geklebten Natur. Wie schon gesagt, die Symbiose von Hightech und der Natur wird bereits bei der Talstation offensichtlich. Die Nuss ist ein handwerkliches Kunstwerk. Die neue Stauberbahn ist jetzt also betriebsbereit und lockt dazu, in wenigen Minuten in Alpstein hochzufahren. Dort im Restaurant einfach zu geniessen, zu sitzen, zu essen, zu trinken und dann vielleicht wieder runterzufahren. Oder eben der Punkt als Ausgangspunkt für ganzen Haufen mögliche Touren zu nehmen. Ein verlockendes Angebot, nicht?